Ja, willkommen zurück bei der nächsten Folge der Reihe von Civ 1 How to Play. Der Quiz fragt danach, welche Technologien erforderlich sind für Religion. Und wir hatten uns das ja auch schon gefragt während des Spielens. Es ist Philosophie and Writing. Das heißt, wir müssen die Philosophie entwickeln, die wir auch irgendwie bekommen werden. Also Philosophy and Writing. Congratulations, wir speichern und sind gleich wieder mitten im Geschehen. Und müssen weiterschauen, wie unsere Städte verteilen. Bauen erstmal Straßen, damit alles gut ausgeht. In dem Augenblick nicht behelligt von Feinden. Können deswegen die Zeit nutzen, noch etwas weiter zu explorieren. Aha, da sind die Griechen. Das ist auch gut zu wissen. Wir greifen nicht an, das haben wir einfach nicht nötig, weil wir auf Entwicklung setzen. Aber es ist doch gut, hier eine Einheit zu passieren. Dieser Berg ist einfach so reizvoll. Weil dieser Berg, ich kann es mal zeigen, wirklich die optimalen 200% Verteidigungsbonus ergibt. Deswegen ist er so angenehm für uns. Damit können wir sie im Schach halten. Und wenn ich jetzt ein bisschen weiter nach oben mal gehe im Kontinent, hier ist eine sehr große Fläche zum Entwickeln. Die Inder sind hier in der Ecke. Ich glaube nicht, dass sie uns den Raum groß streitig machen werden. Es gibt immer die Möglichkeit, mit Diplomaten durch die Einheiten durchzuschlüpfen, durch feindliche Einheiten. Das heißt, wir müssen nicht uns kümmern, dass wir hier jetzt die Inder blockieren, weil da kommen wir dann vorbei. Nach unten hin ist es etwas gedrängter, wie es scheint. Das Land, der Kontinent ist nicht so groß. Dann noch weiter unten sind die Ägypter, wo wir auch eine Einheit hier zu stehen haben, die uns vielleicht helfen kann, ab und zu Technologien zu tauschen, falls sie angesprochen wird von den gegnerischen Unterhändlern zum Tauschen. Okay, wir haben hier einen guten Siedlungsraum. Dieser Bereich reicht uns für die nächsten, würde ich mal sagen, 2000 Jahre aus. Dann gründen wir jetzt die nächste Stadt und ja, erzeugen hier eine Einheit. Und die befestigen wir hier. Das heißt, in Babylon haben wir noch zwei Einheiten, die wir unterstützen müssen. In Uruk haben wir jetzt die Siedler, die wir erzeugen. Danach sollten wir allerdings eine Verteidigungseinheit bauen. Und hier bauen wir zuerst die Miliz. Naja, das passt schon. Also Richtung Philosophie und Religion, Mysticism ist nötig, glaube ich, für Philosophie sogar. Es passiert nichts. Die Inder sind etwas aggressiv und bauen am Rande unseres Einflussfeldes ihre Einheiten auf. Aber noch droht keine Gefahr. Hier bauen wir auch lieber Siedler. Die Produktion dieser Siedler erfolgt auch wie gewohnt. Dort passiert irgendetwas. Die Griechen wollen wieder noch Frieden machen. Vom Gefühl sind wir relativ stark, weil wir schon vier Städte haben, relativ großen Landstrich uns angeschaut haben, mit allen anderen Zivilisationen auf diesem Kontinent in Kontakt sind und schon zum Teil Technologien getauscht haben. Und wir haben unterwegs vier Häuser der Weisheit mit Einheiten gefunden, was auch ein Vorteil ist. Bauen weiter Siedler und gründen weiter Städte. Und diese auch wieder gleich als Nachbarstadt. Mysticism.
ermöglicht uns die Literacy. Okay, eine Verteidigungseinheit. Hier sollten wir noch eine nachbauen. Weil wir so viele Städte bauen, können die Einheiten der Städte sich sehr gut gegenseitig helfen. Die sind nah verbunden. Und es ist zu teuer, gute Einheiten zu bauen. Also wir könnten jetzt auch die Phalanx bauen, die das Doppelte kostet. Aber meine Erfahrung ist, dass es nicht viel bringt, dass es besser ist, die Energie zu sparen und einfach nur die Städte zu befestigen mit der billigsten, günstigsten Einheit. Wir bauen weiter Siedler. Ägypter. Ja, sie wollen tauschen. Das heißt, es hat sich schon gelohnt, eine Einheit dort unten zu lassen. Wohin die nächste Stadt? Aus diesem Feld. Noch eine Siedlereinheit. Ja, die Sache ist, die Felder ohne Meer werden nicht von Schiffen angegriffen. Es kann also kein Überraschungsangriff von einem Schiff erfolgen. Sie werden nur angegriffen von Landeinheiten, die man in der Regel vorher kommen sieht. Deswegen brauchen wir hier, das ist ein besserer Platz für Angriffseinheiten, die man dort in Reserve halten kann, die aber dann die Stadt bewachen und den Aufstand bekämpfen. Wir haben allerdings noch keine Angriffseinheit entdeckt, also weder ein Chariot, Schreitwagen, noch ein Katapult. Das heißt, wir können keine bauen und bauen einfach mal direkt die Siedler. Weil wir im Augenblick nicht vorsichtig sein müssen. Wir haben immer noch diese 100 Euro auf dem Konto, das heißt, wenn irgendwas passiert, können wir uns sofort eine Verteidigungseinheit kaufen. Gut, die Frage ist jetzt, wie geht's weiter? Wo kann diese Einheit hin wandern? Wir gehen mal den. Tja, gute Frage. Gute Frage, wie das weitergeht. Wir gehen mal den langen Weg und machen hieraus eine Wiese. Das kostet ungefähr 10 Runden an Zeit. In dieser Zeit sollten die nächsten Siedler noch nicht fertig sein, weil es mit einem Schild nur produziert wird. Wir müssen allerdings eine aggressive Einheit entwickeln. Das ist langsam an der Zeit. Eine Miliz ist hier fertig. Danach wieder Siedler. Hier ebenfalls. Wir bauen Siedler als nächstes. Ups. Bitte eigentlich befestigen. Literacy. Okay, wir können jetzt die Republik entwickeln. Das ist eine Staatsform, die dann sinnvoll ist, wenn wir die meisten Einheiten in unseren Städten haben. Und eigentlich auch dann erst sinnvoll ist, wenn wir uns flächenmäßig ausgebreitet haben. Das heißt, die kommen doch jetzt etwas zu früh. Wir können Philosophie entwickeln. Dann, das ist der Vorschritt zur Religion. Das ist ganz, ganz wichtig. Unser erstes Ziel und Currency, um sinnvolle Einheiten zu entwickeln, falls wir nichts mit unseren Schilden anzufangen wissen. Das ist im Augenblick noch nicht so. Wir bräuchten Currency für Construction, okay, und Philosophy
Was gut ist nämlich auch die Mathematik zu wissen. Mathematik wird ermöglicht durch Messen. Wie als Messen wie können wir uns auch vielleicht ein R tauschen? Schwierige Frage, ist unklar, was jetzt hier sinnvoll ist. Wir machen einfach auf Religion. Siedler noch einmal. Griechen wollen wieder Frieden machen. Wir sehen, dass diese eine Einheit drei Einheiten bindet der Griechen. Das heißt, wir haben hier ja auch einen Vorteil, dass wir sie dort stationiert haben und halten die Griechen ab, uns anzugreifen und können diese Stadt mit wenig Bedenken ungedeckt lassen. Ja, nächstes Ziel für unsere Stadt. Ich schau mal, was das für ein Feld ist. Nein, auch kein Schild hier, schade. Wir haben auch keine Möglichkeit, hier eine Brücke zu bauen. Das heißt, hier rüber zu gehen, hier eine Stadt zu gründen, würde die Städte unverbunden lassen. Deswegen gehe ich mit diesen Siedlern einfach. Ja, gute Frage, was so in Anführungsstrichen einfach zu tun ist. Auf dieses Feld und gründe hier eine Stadt. Nochmal Siedler in Ordnung. Ja, wir hatten angekündigt, nach Norden gehen zu können. Aber machen erstmal noch ein paar Straßenfelder hier, um unsere Städte besser zu verbinden und im Notfall besser gegenseitig Hilfe leisten zu können. Die Ägypter checken uns wieder Wissen. Monarchie, es ist nicht wichtig, aber was soll's? Unsere besten Partner, die Ägypter. Ist kein Schild, aber wir können das Feld jetzt besser nutzen und bauen eine Straße. Hier ist die Straße schon gebaut. Jetzt gibt es verschiedene Varianten. Wir können entweder hier eine Stadt bauen oder hier. Der Vorteil hier ist, dass wir mehr Felder bekommen können. Allerdings ist die Stadt auch etwas exponiert und hat weniger Landfelder zur Auswahl. Ich baue erstmal noch ein paar Straßen. Die Felder aufzuwerten. Hier gibt es nochmal Siedler. Schauen wir mal, dass die Babylonier nicht zu so schnell die Siedler bauen, aber das ist nicht der Fall. Noch nicht der Fall. Deswegen können wir hier jetzt auch mal Bewässerung bauen und damit halt diese beiden Felder auch bewässern, die dadurch mehr Ertrag abwerfen. Und wir bauen die nächste Stadt hier. Sophie ist ermöglicht. Und jetzt nehmen wir doch mal zwischendurch The Wheel, damit wir Angriffseinheiten bauen können. Oder die Gefahr ist, dass diese Technologie dann getauscht wird mit den Ägyptern und mit anderen Nationen und denen dann zur Verfügung steht, was wir eigentlich nicht haben wollen. Wir können auch Currency bauen. Das ist ein sehr friedliebender Ansatz, weil das Trade ermöglicht. Ja, wir bauen Currency. Trade hat Karawane als Einheit und Karawanen sind gut als Sparanlage und auch helfen dann, dass andere Städte beitragen können, um das Weltwunder zu bauen, unser Weltwunder, die Johann Sebastian Bach-Kathedrale. Okay, was passiert hier? Bauen weiter Straßen. Und die nächste Stadt. Die nächsten Siedler.
Die erste Stadt, die interessant wäre hier zu bauen, ist eigentlich sehr nah an den Griechen dran. Ist nämlich da ein bisschen unsicher. Ist ein Angriffsziel für die Griechen. Hier bauen wir einfach Siedler. Ist in Ordnung. Ich würde darauf verzichten und lieber nach Norden gehen. Hier werden Siedler gebaut. Okay, Bürgerkrieg. Was ist passiert? Wir sind auf die Größe 3 angewachsen, haben eine Einheit, die verteidigt bei Happy. Zu sehen, dass es eine zu wenig ist. Wir könnten jetzt einfach in Anführungsstrichen die nächsten Siedler kaufen. Können wir natürlich nicht, weil wir schon eine Siedlerportion haben. Das heißt, okay, es ist die Hauptstadt. Da kann man ein bisschen investieren. Deswegen kaufen wir den Tempel und stellen dadurch die Ordnung wieder her. Tempel. Danach machen wir weiter mit, ja, vielleicht doch ein Diplomat, der uns hilft, durch die gegnerischen Reihen zu schlüpfen, falls die Inder weiter friedlich bleiben. Was aber im Augenblick so aussieht. Noch einmal Bürgerkrieg. Ja, hier können wir reduzieren. Ist ein bisschen schmerzlich, weil dadurch zwei Schilde verloren gehen, aber ist die pragmatische Lösung, zu sagen, wir nutzen etwas weniger Terrain und haben dadurch einen, ich weiß nicht, wie die Person heißt, aber wir bekommen zwei Diamanten und diese Person wiegt einen Unglücklichen auf. Das heißt, jetzt ist wieder der Bürgerkrieg. Beseitigt und beendet. Mit dieser Stadt können wir auch das Feld anschauen. Hier ist jetzt ein Schild zu sehen. Das heißt, dieses Feld eignet sich gut zur Gründung einer Stadt. Das könnte unsere nächste Stadt sein. Aber erstmal bauen wir Straßen, damit wir verbunden bleiben. Oho, und die zweiten Siedler hier. Obacht, Obacht. Das kann ins Auge gehen. Dann lass uns hier mal einen. Einen Diplomaten bauen. Wo auch nicht ganz wohl ist. Das müssen wir nochmal checken bei Seiten. Bei Zeiten, wie die. Was steht da alles produzieren? Currency. Ist gut, jetzt haben wir hier die Religion als wichtiges. Ja, lass uns Religion bauen, damit wir das Weltwunder angehen können. Und danach dann gleich Trade entwickeln. Die Griechen wollen wieder nur Frieden machen. Dankeschön. Mir scheint es, als würden sich die Griechen nicht sehr gut entwickeln, weil nichts passiert bei denen. Wohl Sparta ist die zweite Stadt. Es muss noch irgendwo Athen sein, die Hauptstadt. Was ist hier unten? Theben ist zu einer Fünferstadt angewachsen. Okay, und hier oben sehen wir keine Aktualisierung. Gut, wir wollten weitermachen, hier eine Stadt zu gründen.
Also wir können schon mal eine Straßenverbindung bauen. So, die Inder wollen auch Frieden machen. Das ist nett von euch, danke. Hier machen wir auch weiter mit Siedlern. Noch ist nicht das Ende der Expansion zu sehen. Straßen bauen. Oh, schade. Das ist blöd. Gerade da sollte ich die Stadt gründen. Jetzt brauchen wir in der Tat Diplomaten, um hier durchschlüpfen zu können. Also bevor die Runde zu Ende ist, stellen wir lieber sicher, dass wir Diplomaten bekommen. Und schauen uns mal den Stadtstatus an. Wir sehen, es gibt in Alleppey 30 Schilde. Und wir hatten nochmal zurück. In Babylon schon ein Demokrat mit 8 Schilden. Wir machen das lieber sofort, damit da auch nichts anbrennt. Können dann immer noch einen Siedler produzieren. Tja, hier geht es jetzt nicht weiter. Also in Vorbereitung der Republik. So ein bisschen weit hergeholt ist, aber könnte auch eine Option sein, falls uns die Inder doch erfolgreich absperren. Machen wir schon mal Bewässerung. Ist nochmal Siedler. Die Ägypter wollen Frieden. Auf diesen Feldern bringt es allerdings schon etwas, das wir entwickeln. Wir können das mal zeigen. Es gibt zwei Food with Irrigation und ein Trade mit Roads. Unabhängig davon, welche Staatsform wir haben. Gut, das sind unsere Durchschlüpfer. Wir können ihn noch ein bisschen ausbauen. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Nochmal Siedler. Ich gucke kurz mal auf den Stadtstatus, nicht, dass irgendwas gebaut wird, was nicht gebaut werden sollte. Ich glaube, das ist bei 14 Siedler von Akkad. Jetzt mal Akkad an. Noch keine Siedler und kann gut welche bauen. Ja, okay. Wir wollen anschließend hier weiter. Ja, kann man schon mal da hinstellen. Es braucht noch ein bisschen, aber wir sind dann irgendwann soweit. Irgendwann soweit. Aber noch hier schon mal unsere Bewässerungsfelder. Gut, das waren die nächsten 1000 Jahre. Dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt von 2000 bis 1000 vor Christus.